Es geht ja darum, dass man Innovationen schafft. So, das ist ein sehr beflügeltes Wort und bei jedem geht das leicht über die Zunge. Aber es ist natürlich auch knallharte Arbeit. Und es gibt ja die Idee, irgendwann man hat Forschungsergebnisse und dann werden die irgendwie transferiert und führen dann in den Unternehmen zu Produkten. So, das ist aber nur auf dem Papier so einfach. Und wenn man dann ins Detail reingeht, stellt man fest, dass zwischen diesen Systemen, Hochschule, Forschungseinrichtung und Unternehmen große kulturelle Unterschiede sind, die auch diese Durchlässigkeit in großen Teilen nicht zustande kommen lassen. Und in diese Lücke wollen wir oder haben wir damals uns vorgestellt, auch zu stoßen, um dann das Thema Science to Business zu realisieren. Ja, 2007 gab es hier im Schloss Brake eine Veranstaltung, ein Jubiläum eines Softwareunternehmens. Und am Rande dieser Veranstaltung haben Herr Biebelhausen und ich so ein bisschen über die Zukunft am Standort philosophiert. Und da kam uns die Idee, dass es hier irgendwie mehr geben müsse als Weser-Renaissance-Schlösser, so gesehen. Es wäre doch sehr, sehr gut, wenn wir versuchen, Industrie auf den Campus zu bekommen. Die Aufgabe des CIT ist wie ein Katalysator. Also es ist die Umsetzung von Konzepten, von Ideen in für die Industrie geeignete Systeme, die dann später industrialisiert werden und in den Einsatz gebracht werden. Das Einzigartige am CIT ist, dass hier Wissenschaft und Wirtschaft unter einem Dach sitzen und wir dadurch tatsächlich sehr kurze Wege haben und einen kurzen Draht zueinander und unsere gemeinsamen Projekte sehr gut und fokussiert umsetzen können. Außerdem arbeiten hier eben wirklich alle Unternehmen an einem bestimmten Thema, das ist die industrielle Automation. Industrielle Automatisierungstechnik kommt zum Beispiel zum Einsatz in Produktionsanlagen, in Infrastruktur, aber auch in der Energieerzeugung, auch zunehmend in der Mobilität. Kurz überall da, wo Prozesse, Maschinen, Anlagen zunehmend komplett selbstständig laufen müssen und entsprechend gesteuert werden müssen. Wir sind beispielsweise sehr stark im Bereich 5G. Wir sind aber auch sehr, sehr stark im Bereich der Informationsfusion, der Bildverarbeitung, der Assistenzsysteme. Wir haben mehrere sehr, sehr starke Schwerpunkte, wo wir international auf sehr hohem Niveau arbeiten. Ich finde, ein wunderschöner Spruch, der das symbolisiert, ist letztendlich die Aussage, Wissen ist das einzigste Gut, das nur dadurch mehr wird, dass man es teilt. Und das ist so der Geist, der in diesem Science-to-Business-Center wirklich wirkt. Jeder ist bereit, ein bisschen mehr zu geben, als er vielleicht aus dem gesamten System auch nutzt und bekommt. Das CIIT bietet den Partnern insbesondere ein sehr inspirierendes Umfeld, wo dann eben nicht sich auf gut Glück die Menschen selbst organisieren müssen oder zusammenkommen, sondern wo bestimmte Technologieabende durchgeführt werden, wo Workshops durchgeführt werden, wo gemeinsam Projekte besprochen werden, die dann vielleicht als Förderprojekt eingereicht werden. Das bietet alles das CIIT, sodass jeder, der in diesem Umfeld aktiv ist, in industriellen Informationstechnologie, herzlich gerne zu uns kommen sollte. Beim CIIT haben wir eigentlich hier die ostwestfälisch-lippischen Grundtugenden auch zugrunde gelegt, die darin bestehen, dass wir eben sehr, sehr aufrichtig miteinander umgehen. Dieses auf Augenhöhe. Wir unterscheiden nicht zwischen großem Unternehmen und kleinem Unternehmen. Die Arbeitskultur ist geprägt von einer sehr, sehr lockeren Atmosphäre. Wir haben verschiedene Sitzmöglichkeiten, wir haben eine offene Kaffeebar, wir haben das hauseigene Bistro, wo die Leute eben einfach zusammenkommen können, ihre Pausen abhalten können oder auch mal Termine wahrnehmen. Und man beobachtet es auch, dass sich die Leute hier auch aus den verschiedenen Institutionen zusammentreffen, Kaffee trinken und meistens ja dann auch bei so einem lockeren Plausch vielleicht die nächste Idee entsteht. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist heutzutage der Schlüssel zum Erfolg, weil unsere Themenkreise, die wir in der Welt haben, sind so komplex, dass die einzelnen Menschen nicht mehr lösen können. Das war vor 50 oder gar 100 Jahren noch anders. Heute gilt Teamwork und zwar interdisziplinär und deswegen ist das so wichtig.